Hallo, Oliver Estavillo. Willkommen hier bei Blood & Blood Contemporary. Mein Name ist Marie Bader und ich bin sehr gespannt auf das Interview. Danke dafür. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ja, los geht's. Gerne. Ja. Wenn man sich mit deiner Kunst beschäftigt, dann hört man meistens Worte wie kompromisslos, gnadenlos und schwere Kost. Wie würdest du deine Kunst beschreiben? Also ich habe mal im Spaß gesagt, Sozialbarock, und es wurde auch mal geschrieben, ich sei der Tarantino der Malerei oder der Popbräugel. Das sind halt so Schlagworte, das ist schmeichelhaft, gebe ich zu, aber ich kann nur sagen, es ist meine Malerei. Ich habe auch keine Definition irgendwie. Ich mache es und das ist so. Ja. Es braucht eigentlich keinen Begriff, die Bilder sagen alles. Hoffe ich jedenfalls. Du hast ja ein großes Spektrum an Themen. Siehst du dich als politischen Künstler und wenn ja, was macht Kunst und Malerei zum geeigneten Medium dafür? Also nicht als tagespolitischen Künstler, das nicht, halte ich mich raus, weil der Maler sollte malen. Ich denke, dass ich meinen Beitrag zur Kunstgeschichte leiste, weil ich mag das nicht, die Schuster bleibt bei deinem Leisten, finde ich, und der Maler sollte malen. Natürlich habe ich meine Meinung zu tagespolitischen Themen, aber die tue ich nicht kund, also... Das behalte ich für mich und ich male die Bilder, die mir gegeben werden, die mir zufliegen, die Themen. Das ist Gott sei Dank der Fall und die lasse ich dann raus. Gibt es denn für dich Grenzen und Themen, die du nicht angreifen würdest? Allerdings gibt es, um Gottes Willen, in der heutigen Zeit, also religiöse Themen, sagen wir es mal so. Wobei es gibt Religionen wie bei Volker Clericorum, da kann ich meine Meinung äußern. Andere Religionen, da sollte man das tunlichst lassen, das könnte böse ins Auge gehen. Aber das ist auch nicht meine Intention, also... Ich bin jetzt nicht so der gläubige Mensch, von daher soll jeder glauben, was er möchte irgendwie, aber mich auch bitte nicht damit behelligen. Und in deinen Bildern ist ja meist schwarzer Humor stark vertreten, aber trotzdem stehen die im Gegensatz zu diesen bunten und schrillen Farben. Wie passt das zusammen? Ich finde, es passt sehr gut zusammen. Also das ist wie ein Saumhasen. Zirkus des Grauens, so als Schlagwort. Ich kann nur sagen, also meine Mutter hat uns Kindern schon das Fritz-Hamann-Lied vorgesungen, also warte, warte nur ein Weilchen. Das habe ich also quasi mitbekommen als kleines Kind schon. Und dieser schwarze Humor, der ist irgendwie in mir drin. Und der muss auch irgendwie raus. Und es ist auch gut, dass ich das mit in der Malerei habe. Weil wenn ich nicht malen würde, ich weiß nicht, was dann passieren würde. Ja. Und die Ironie und den Sarkasmus, ja fast an Karikaturen, Überspitzung, erinnernde Bilder, ist das dann eine Darstellung, die für dich besser in Erinnerung bleibt oder vielleicht eben deine Anliegen klarer macht? Warum hast du diese Genre gewählt? Gute Frage. Also jedes Bild ist ja ein Stück von mir, natürlich auch ein Stück von meiner Reflexion, von meiner Erinnerung, ist ja logisch, was ich eben in die Welt loslasse. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so groß am Start, was das thematisch angeht. Die kommen einfach zu mir. Das passiert buchstäblich in der Badewanne, das passiert beim Spazierengehen, das kann jetzt passieren. Bei einigen Bildern, die waren sofort da, der Titel war da, die Konzeption war da, sogar die Farbigkeit war da. Ich mache auch keine Skizzen. Mein Mann, der Heinrich, wundert sich immer, der sagt, das gibt's doch gar nicht. Du setzt dich hin, fängst an wie eine Maschine, weil sie halt in der Birne schon fertig sind. Ja, und deine allgemeine Darstellungsweise und Malweise, dieses Comichafte, wie hat sich das entwickelt? Das hat sich von frühester Kindheit entwickelt. Also ich wollte nie, das kann ich auch. Also ich habe auch Porträts gemacht, so diese realistische Malerei. Das langweilt mich zu Tode irgendwie. Ein Bild muss immer gemalt aussehen. Also nicht jetzt irgendwie, ich finde auch Hyperrealismus nicht so schön. Ist völlig okay, wenn das Kollegen machen. Ich finde, es stinkt langweilig. Also ich finde, es muss deutlich zu sehen sein, dass es gemalt ist. Also, dass der Künstler eben jetzt nicht darauf aus ist, die Realität eins zu eins abbilden zu wollen, sondern dass er wirklich also malt und nicht irgendwie Fotos vortäuschen will. Mhm. Gibt es denn Werke oder Künstler in deinem Leben, die dich nachhaltig beeindruckt oder beeinflusst haben? Also nur Van Gogh, muss ich ehrlich sagen. Also Vincent van Gogh ist für mich der größte Maler aller Zeiten. Sonst habe ich mich mit Künstlern nie so beschäftigt. Gauguin fand ich mal eine Zeit lang gut, aber es ist irgendwie, Beckmann fand ich auch okay, aber das ist irgendwie vorbei. Aber Van Gogh bleibt irgendwie. Also Van Gogh ist irgendwie, mein Gott. Wie stehst du zu Kunst und Kommerz? Kunst und Kommerz gehört zusammen. Muss auch zusammengehören, weil Hunger tut weh. Und die Bilder müssen auch verkauft werden, oder sollten idealerweise verkauft werden, weil von irgendwas musst du ja leben. Weil was nützt es, wenn du die schönsten Bilder malst und dann hast du nichts zu essen. Ne? Und aber natürlich, wenn es solche exzessiven Dinge annimmt, wie bei Damien Hirst beispielsweise, möge mir verzeihen, wenn es dann in die Hypermillionen geht und so, dann hört es dann irgendwie auf. Ne? Weil
Sogar der Gerhard Richter hat jetzt gesagt, zu einem seiner Bilder, ich glaube, der Starfighter, ist doch versteigert worden, ich glaube, für 11 Millionen und so. Und er hat gesagt, das ist kein Bild, das 11 Millionen wert. Und irgendwas ist da, da stimmt was nicht. Das ist ein Ungleichgewicht. Ne? Also jeder Künstler soll davon leben können, natürlich, und auch gut leben können. Aber wenn es dann so solche Dinge annimmt, das ist nicht schön. Also das ist auch ein Arschtritt für die Kunst, finde ich. Und Überinterpretation von Werken, lassen das deine Bilder zu oder tut das ein Werk überhaupt gut? Kann jeder machen und jede machen, wie sie möchte. Ich finde, man sollte gar nicht so verkopft daran gehen. Also erstmal das Bild auf sich wirken lassen, finde ich, ist eine gute Herangehensweise. Dann sagt man mir halt, dass in meinen Bildern viel zu entdecken sei. Das ist ein großes Kompliment. Und dann soll jeder und jede oder jeder und jeder sich selbst das Bild daraus machen. So, genauso wie jeder, der ein Buch liest, der auch den Kopfkinofilm dann ablaufen lässt. Also ich gebe da nichts vor. Ich meine, ich habe halt den Titel, das ist eine Anleitung und dann eben das Dargestellte, aber was dann jemand damit macht, so für sich und das für sich rausziehen kann, das ist unterschiedlich und ist auch völlig legitim. Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen, das freut mich natürlich. Also ich habe echt noch nie erlebt, dass jemand sagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen oder so. Natürlich heißt es manchmal, das ist aber krass und so, aber gut, die einen sagen, es ist zu krass, der andere kauft es dann. Also da steckt man nicht drin. Ne? Dann bedanke ich mich recht herzlich, auch im Namen der Galeristinnen für das Interview. Ich danke dir. Und dann wünsche ich viel Erfolg für die Ausstellung. Die Vernissage ist ja am 10. März. Die Ausstellung geht bis zum 7. April. Ja, ich freue mich. Super, danke.